Jetzt bin ich gerade von der Arbeit gekommen und mache mich jetzt auf den Weg nach Schweden. Wir werden nämlich mit ein paar Freunden das Wochenende in Schweden verbringen. So, und in Schweden habe ich dann wirklich auch wieder überhaupt nicht in die Kamera gesprochen. Wir haben erstmal einen Zwischenstopp in Malmö gemacht und dann haben meine Freundin und ich uns einen Avocado-Toast geholt mit Egg Benedict. Und dann war am Freitag internationaler Zimtschneckentag in Schweden. Also eigentlich der perfekte Tag, um nach Schweden zu reisen. Und wir wussten das überhaupt nicht. Und sind dann erstmal in so eine richtig schöne kleine Bäckerei gegangen und haben uns mit Zimtschnecken eingedeckt. Eigentlich isst man die Zimtschnecken dort auch mit Kardamom. Ich mochte Kardamom früher überhaupt nicht. Aber seit ich die einmal probiert habe in der Variante, mag ich das viel, viel lieber. Und dann sind wir abends angekommen und haben dann Tacos gemacht. Und zwar vegane Tacos mit so einer Art, ja, Fleischersatz quasi, so eine Hackfleischersatz. Close all the curtains. Stay on the phone. Und abends haben wir dann noch Harry Potter geschaut und dazu noch ein bisschen genascht und Tee getrunken. We are the monsters. Holding you still. Samstagmorgen gab es dann Joghurt mit Müsli und Marmelade und ein bisschen Obst. Das habe ich ganz vergessen zu filmen. Und dann sind wir, was auch richtig cool war, auf Pilzjagd gegangen. Wir sind also so richtig in den Wald rein und haben nach Pilzen gesucht. Up on the hill. Answer the question. Das habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Ich hatte früher immer ein bisschen Angst und Sorge, das zu machen und habe mich nicht so richtig getraut. Ich hatte auch überhaupt keine Ahnung. Aber wir haben halt jetzt einen Pilz gesucht, der eigentlich relativ leicht zu erkennen ist, auch so als Laie. Und ja, dann haben wir insgesamt 7 Kilo Pilze gesammelt. Hat super viel Spaß gemacht. Also wenn ihr irgendwie mal die Gelegenheit habt und in der Nähe bei euch irgendwie ein Wald ist und jemand habt, der sich auskennt, das ist natürlich auch ganz besonders wichtig. Also es muss auf jeden Fall jemand dabei sein, der auch weiß, was ihr da pflückt und sammelt. Und ja, dann haben wir zwischendurch noch eine kleine Kaffeepause gemacht und auch wieder Zimtschnecken gegessen und noch so Schokokugeln. Die waren auch mega, mega lecker mit so richtiger Schokolade innen drin. Und dann haben wir uns dran gemacht, die Pilze alle ein bisschen zu verarbeiten. Also wir haben einen Teil getrocknet, dann haben wir einen Teil einfach nur so kurz in der Pfanne, ja nicht angeröstet, aber halt einfach so in der Pfanne ein bisschen gedünstet und dann eingefroren. Und am Tag selber noch Risotto gemacht mit den Pilzen. Das war auch mega lecker. Und danach gab es auch noch Apfelkuchen. Dann haben wir auch noch Brot angesetzt mit Sauerteig. Ich habe mir auch ein bisschen was davon mit nach Hause genommen und werde jetzt die nächsten Tage auch mal irgendwie Brot backen. Ich habe mir ein sehr, sehr cooles Rezept mit Walnüssen rausgesucht. Und ja. Kitchen sink just to be kind. You'll be sleeping on the hallway coach. Dann haben wir Sonntagmorgen das Brot gebacken als erstes und dann ganz normal wieder gefrühstückt. You made up your mind and I'm torn apart.
fix what is gone. Why can't we stay for the little things? Stay for the little things. Stay, fight for the little things. Und zwar haben wir im Garten ein paar Heidelbeeren gepflückt, also die letzten Heidelbeeren und ein paar Tomaten und die dann genascht und im Müsli gegessen. Also nicht die Tomaten, aber dann die Heidelbeeren. Und mit selbstgemachter Marmelade. Und dann haben wir ein bisschen im Garten gearbeitet, sind spazieren gegangen und haben auch noch ein paar Sachen im Garten geerntet. Es gab noch Rhabarber und wie gesagt Tomaten, ein paar Paprika und Weintrauben. Die haben wir dann noch zu frischem Traubensaft gemacht. Irgendwie klingt es gerade wie das perfekte Wochenende, aber das war es irgendwie auch. Wir hatten super Glück mit dem Wetter, sind ganz viel spazieren gegangen, draußen in der Natur gewesen, im Wald, am Meer. Richtig, richtig schön. Und dann haben wir Sonntagabend noch gekocht und zwar einfach so ganz viel verschiedenes Gemüse im Ofen gemacht und dazu noch ein bisschen Püree aus verschiedenen Kartoffelsorten, Karottensorten und roter Beete aus dem Garten. Und ja, das war das Wochenende in Schweden. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren. Und ja, dann machen wir jetzt weiter im Text. Ganz normal. Und dann sehen wir uns später wieder. So, long time no see. Ich esse gerade Brot. So, habe ich jetzt eins gerade mit Aprikosenmarmelade gegessen. Und das werde ich jetzt mit, ich glaube, Butter und Salz einfach essen. Morgen. Ich habe heute Morgen Mannagrün gefrühstückt. Das ist eine Art Grießbrei. Den habe ich mit Milch gekocht und einfach nur so, also ohne Zucker, sondern nur ein ganz kleines bisschen Salz kommt da rein. Und dann Marmelade drauf gegeben und ein bisschen Milch. Das war sehr, sehr lecker. Das haben wir auch gestern schon gefrühstückt. Gestern war nochmal ein bisschen so ein Umräumen, Aufräumen, Umziehtag. Morgens gab es auch Mannagrün, wie heute auch. Mittags waren wir dann mit Freunden kurz eine Pizza essen. Und abends haben wir einen sehr, sehr leckeren Salat gemacht. So ein bisschen asiatisch angehaucht mit Koriander und Erbsen und ganz viel Gemüse und Salat. Und dazu gab es ein bisschen Hähnchen. Und als Nachtisch ein Mannafrutti. Daran ist nämlich auch das Mannagrün angelehnt. Also Mannafrutti ist quasi so diese Nachtisch-Variante davon. Ja, die gibt es halt nur in Schweden, glaube ich, soweit ich weiß. Und jetzt mache ich mich auf den Weg zur Arbeit. Und dann würde ich sagen, sehen wir später wieder. So, ich war jetzt gerade in einem sehr, sehr coolen Café, was wir hier in Kopenhagen haben. Da gibt es mehrere von, also unterschiedliche Namen haben die und die sind auch ein bisschen unterschiedlich vom Konzept. Aber im Endeffekt gibt es überall das Gleiche. Und ja, jetzt habe ich gerade einen Kaffee Latte getrunken und ein bisschen Grapefruit mit Minze gegessen. Das ist eigentlich so eine Kombi, die ich super, super gerne esse, aber mir das irgendwie nie selber mache. Ja, und jetzt mache ich weiter mit Arbeiten. Guten Morgen, wir haben jetzt Freitagmorgen und ich habe jetzt eben schon gefrühstückt und zwar gab es Chia-Pudding mit ein bisschen Marmelade obendrauf und jetzt habe ich mir gerade einen Kaffee Latte gemacht hier und werde schon mal anfangen zu arbeiten und fahre dann später ins Büro. So, ich breche jetzt gerade von der Arbeit auf und ich habe eben eine Nachricht bekommen, dass ein sehr, sehr cooles Paket angekommen ist mit sehr, sehr leckeren Sachen. Und zwar, ja, es ist ein bisschen Schokolade und zwar gesunde Schokolade, weil sie ohne Zucker ist. Vielleicht kennt ihr sie schon, die Makri-Schokolade. Und ich werde auf jeden Fall jetzt die Tage irgendwas damit machen. Eigentlich hatte ich vor, heute schon was damit zu backen, als ich gesehen habe, dass es heute kommt. Aber ich glaube, es wird ein bisschen knapp, weil jetzt schon nach 6 ist und wir noch was essen wollten und dann noch ins Kino gehen wollten. Deswegen werde ich es wahrscheinlich auf morgen verschieben, aber ich nehme euch auf jeden Fall dann mit. Und ja, ich mache mir jetzt mal auf den Weg nach Hause und zeige euch dann, was dann so weiter passiert. Okay, diese Aufmachung und ein vollgepacktes Auto, sogar mit Bügelbrett oben am Dach raus, kann nur eins bedeuten, und zwar Umzug.
Es ist mal wieder soweit. Ich habe jetzt die fast letzten Sachen aus meiner alten Wohnung geholt. So langsam meldet sich auch schon der Hunger. Heute Morgen gab es Mannagrün. Das habe ich jetzt die letzten Tage immer schon gegessen. Das ist eigentlich Grießbrei mit Marmelade dann und ein bisschen Milch. Und jetzt werde ich mir gleich einen Salat machen. Ich will nämlich unbedingt Salatdressing mit Schokolade ausprobieren, jetzt wo endlich die Marke Schokolade wieder da ist. Ich habe ja gestern schon angekündigt, dass die angekommen ist und hatte aber gestern dann keine Zeit mehr, noch was damit zu machen, weil wir noch im Kino waren und ja, dann vorher nur ganz schnell was gegessen haben. Aber jetzt gleich werde ich mir den schönen Salat machen und auch ein paar Kekse backen. So, ein kleines bisschen später. Ich habe jetzt alles eingeräumt und mich soweit fertig gemacht, weil wir uns gleich noch mit Freunden treffen werden. Wir werden in so eine Art Museum gehen und ich muss auch noch mal ganz kurz in meine alte Wohnung. Aber der Hunger ruft, er wird immer stärker. Ich habe auch eben noch ein kleines Workout gemacht. Ja, so langsam komme ich echt wieder in die Routine rein. Und ich werde mir jetzt endlich meinen Salat mit Schokodressing machen. Da freue ich mich schon seit Wochen drauf. Und ja, ich zeige euch einfach, wie ich das Ganze so mache. Nehme euch ein bisschen mit. Und zwar werde ich dafür die Makri-Dattel-Schokolade verwenden. Ganz kurz zusammengefasst, die meisten von euch werden es schon kennen und es gibt auch wieder einen Rabattcode, also wartet noch kurz und geduldet euch. Und zwar gibt es drei, inzwischen vier Sorten. Ich bin immer noch auf dem Trichter, dass es drei gibt, aber es gibt auch eine neue Sorte. Also bisher gab es Haselnuss, das ist mein persönlicher Favorit. Da sind so kleine Haselnussstückchen drin. Dann eine ganz normale Naturschokolade und eine dunkle. Und jetzt eben noch die dunkle Mandel, richtig cool, die ist auch richtig lecker. Die zwei sind jetzt so, die laufen sich den Rang ab, wie sagt man? Die sind auf jeden Fall auf einer Augenhöhe, was den Geschmack angeht, was ich finde. Und das Besondere an der Makri-Schokolade ist eben, dass sie nicht mit Zucker gesüßt ist, sondern nur mit Datteln. Das heißt, es ist eine viel gesündere Süße. Wie ihr vielleicht auch wisst, in meinem Kochbuch habe ich ja auch nur Rezepte mit Datteln drin, ohne Zucker. Und man schmeckt halt wirklich überhaupt keinen Unterschied. Und das Ganze ist dadurch natürlich dann auch vegan und glutenfrei und so weiter, weil halt auch keine Milch enthalten ist, sondern einfach nur die Kakaobutter, Kakao und die Datteln. Und in dem Fall jetzt eben Haselnüsse und in dem Fall Mandeln. Das ist es. Sehr simpel und sehr, sehr lecker. Ja, und ich denke, ich werde jetzt die dunkle Schokolade nehmen für das Dressing oder die normale. Ich glaube, ich nehme die normale. Und zwar lautet der Rabattcode BARBARELLA10% und wie der Name schon vermuten lässt, könnt ihr damit 10% sparen auf eure gesamte Bestellung. Und zwar zeige ich euch das jetzt auf eine ganz besondere Art und Weise und zwar ein bisschen im Schnelldurchlauf. Okay, also das war unfassbar lecker, sehr, sehr lecker. Habe ich noch nie vorher gegessen, Schokodressing. Probiert es gerne mal aus. Und es gibt auch einen Rabattcode. Also schaut da sehr gerne mal vorbei und benutzt auch meinen Code, damit ihr euch da was sparen könnt. Und ich werde mich jetzt dran machen, Kekse zu machen. Ich habe nämlich so ein cooles Backbuch mir gekauft. Letzte Woche in Schweden. Und zwar alle Rezepte sind so Kekse und Gebäck. Sehr, sehr cool. Oh, ich habe es richtig aufgeschlagen, die ich machen wollte. Ich wollte hier diese Haferkekse machen. Also hier sind wirklich so alle möglichen original schwedischen Rezepte drin. Und ich zeige euch, wie ich das Ganze zubereite.
uns jetzt auf den Weg ins Museum mit unseren Freunden, beziehungsweise Galerie, Museum, ich weiß gar nicht hundertprozentig, was es ist. Und dann werden wir vielleicht auch zusammen was essen, könnte ich mir vorstellen. Und dann sehen wir uns später wieder.